Das Umformen von sogenannten Reverse Curves, gegenläufigen Wölbungen, die konkav und konvex verlaufen, gehört zu den schwersten Umformarbeiten bei der Blechbearbeitung. Mit einem einfachen Trick lassen Sie sich aber umformen. Eine gleichmäßige Kuhle in einem Holztreibblock wird in der Mitte markiert. Der Rand des Blechs wird genau entlang der Mittellinie angelegt. Nun wird der Rand mit einem Kunststoffrundhammer in die Kuhle getrieben. Der Rand wird dabei in einer gleichbleibenden Tiefe gestreckt, während das anliegende Blech unberührt bleibt. Durch das Strecken beginnt sich das unbearbeitete Blech zu runden. Der Vorgang wird an beiden seitlichen Rändern durchgeführt. An einem Sandsack wird nun die Wölbung entlang der Mitte des Blechs getrieben. Auch hier wird das Blech mit einem Kunststoffrundhammer bearbeitet. An einem abgerundeten Amboss mit der entsprechenden Wölbung wird nun das Blech geglättet. Das Glätten erfolgt mit streichenden Bewegungen und wird ohne Kraftaufwand durchgeführt. Sonst würde sich die Form zu stark verändern. Nach dem Glätten können die Ränder des Blechs noch an einer Stauchmaschine bearbeitet werden. Dies führt zu einer engeren Wölbung in dem inneren Bereich und die Ränder, die anfangs noch wellig sind, werden gleichmäßig geglättet.
Das konkav und konvex gewölbte Blech ist nun fertig. Ein sehr einfacher und schneller Weg zu einer solchen Form.